Hallöchen ihr Lieben, willkommen zu diesem kleinen Bonusvideo vom Recht und Unrecht Let's Play. Das ist das letzte Video, was es zu diesem Let's Play überhaupt geben wird. Dann geht es ja in die nächste Generation. Aber ich habe euch versprochen, wir werden nochmal ein Haus einrichten, und zwar das Haus für Caroline und Felix. Die wohnen praktisch auf dem Familiengrundstück und haben dort ihre kleine Farm, sage ich mal, ihr kleines Farmhäuschen. Ich wollte das Häuschen so im Stil Vintage einrichten, also modern alt, und habe dabei ganz viel Custom Content verwendet, weil ich habe inzwischen super viel Custom Content, und ich habe mir gedacht, wir sollten mal wieder mit Custom Content bauen, weil wir das gar nicht so oft machen, und habe dann da wirklich viel ausgepackt. Also ich habe super viel von Peacemaker verwendet, auch sehr viel von Sundays von dem Creator, und Severinka habe ich auch einiges verwendet, aber das seht ihr ja dann teilweise auch. Ich habe jetzt erstmal den kleinen Flur eingerichtet, da habe ich so eine offene Türe gemacht, die mir sehr gut gefallen hat. Und hier so ein bisschen wieder so ein Vintage-Element mit der Lampe, der Spiegel sieht ja auch ein bisschen Vintage-mäßiger aus. Ich habe inzwischen auch so viel Deko angeschleppt, ja, dass es so schwierig ist beim Bauen, überhaupt passende Deko zu finden. Beim Teppich habe ich mir auch ein bisschen schwer getan, da wollte ich auch erst so einen richtigen Vintage-Teppich, aber dann habe ich einfach keinen gefunden, dann habe ich einen ganz normalen Welcome im Haus-Teppich genommen und wollte dann an die Stelle noch eine kleine Garderobe machen. Ich bin ein Riesenfan von Paneelen, also von diesen Holzpaneelen. Ich habe jetzt selbst bald welche im Büro. Ich bin gerade dabei, die Wand habe ich gerade gestrichen. Die wird dann jetzt, die Paneele werden dann jetzt bald angebracht. Und ich mag sowas, weil das bringt immer ein bisschen Wärme rein, diese Holzpaneele. Und in meinem Fall auch Akustik, dass das nicht so halt im Raum. Oder sagt man halt oder schallt? Halt, oder? Naja. Dann machen wir das Badezimmer mal. Da habe ich auch überlegt, also ich habe mir erst gar keine Gedanken um die Aufteilung gemacht. Ich habe wirklich alles einfach mal losgebaut. Es hat aber dann doch alles ganz gut gepasst. Ich habe mich für einen Goldton entschieden, weil ich dachte, das wirkt dann auch sehr schön warm im Badezimmer. Und habe da einfach ein paar Möbel hingemacht. Von der Aufteilung her hat es ja dann wirklich ganz gut gepasst. Ich habe nochmal die Fenster ein bisschen verschoben. Aber das war ja sehr passend dann am Ende. Hab dann auch hier wieder versucht, so einen bunten Teppich reinzumachen, weil ich mich so selten mal an Farbe traue. Deswegen wollte ich einfach mal ein bisschen mutig sein und auch Farbe verwenden. Hab dann auch Vintage-Fliesen gesucht. Ich habe dann auch am Ende, glaube ich, richtig schöne gefunden. Ich erinnere mich gerade. Ah ja, nein. Oh, nein, ah, die habe ich nochmal geändert. Okay, cool. Auf jeden Fall sind die, ja, die, oh, schön. Guck. Mhm. Ja, doch. Ja, also dann habe ich noch eine Holzwand genommen. Könnten noch Fliesen sein, ne? Wissen wir nicht. Naja, auf jeden Fall hübsch, ne? Und dann habe ich noch ein Regal hingemacht, weil das sieht im Bad ja auch immer ganz schön aus. Ein bisschen Deko. Caroline und Felix ziehen jetzt erst, also die haben noch nicht zusammen gewohnt, die ziehen jetzt erst zusammen. Ich war mir nicht sicher, ob ich das Haus schon mit einem Kinderzimmer ausstatten soll. Da die beiden bisher noch keine Kinder haben, habe ich es erstmal gelassen. Ich spiele diese Familie jetzt nicht mehr aktiv, aber wir spielen in der nächsten Generation jetzt weiter. Wie das Let's Play heißen wird, steht immer noch nicht fest einfach. Das ist so crazy. Aber das wird auf jeden Fall so sein, dass wir Felix und so und die ganze Familie immer noch treffen werden. Die werden ständig zu Besuch kommen. Wir werden mal zu Besuch kommen. Und wenn Caroline und Felix sich entscheiden sollten, Eltern zu werden, dann können wir ja hier nochmal hin und nochmal ein Kinderzimmer einrichten. Dieses Speedbuild ist auch relativ kurz geworden tatsächlich. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es am Ende nur, ich sag mal, nur 10 Minuten sind. Da ich irgendwie gedacht habe, ich brauche länger für das Haus. Aber es ist ja auch kein sehr großes Haus, ne, wie ihr seht. Es ist ja relativ klein. Deswegen ist irgendwie auch klar, dass es dann doch nicht so lange dauert. Vor allem, weil so ein Speedbild ja auch in 500% Geschwindigkeit abgespielt wird. Da ist natürlich schnell, ne? Ja, dann habe ich mich für die Küche hier entschieden. Die ist von Sundays. Ihr seht, ich habe das da auch gerade gefiltert. Das sind super realistische Möbel. Die gefallen mir super, super gut. Passen nicht überall rein, weil manchmal wirkt es ein bisschen zu realistisch. Aber eigentlich ist es auch ganz schön, deswegen wollte ich mich da mal ein bisschen austoben. Und die hatten, also Sundays hatte in dem Fall jetzt auch ein paar Vintage-Sachen, die mir richtig gut gefallen haben. Wie zum Beispiel dieser Tisch, den fand ich so, so schön. Und ich habe auch sehr schöne Stühle dazu gefunden. Guck mal, mit dem Sitzkissen da drauf. Einfach nur cozy. Sah richtig toll aus. Dann habe ich random einfach mal einen Topf auf die Arbeitsplatte gestellt, damit wir den schon mal haben. Und so ein Deko-Ding habe ich auch noch gefunden. Aber siehst du, jetzt fällt mir auf, dass ich da gar nicht so viele Fenster habe. Ha. Naja. Nicht so schlimm. Dann habe ich die Küche hier ein bisschen prepared. Es war aber ein bisschen schwierig, weil ich weiß nicht, ob die Möbel von Sundays eher Deko sind oder ob man da wirklich auch, weil ich konnte die Spüle beispielsweise nicht auf diese Theke platzieren. Das heißt, es wirkte so, als würde das nicht als Theke angesehen werden. Das müsste man dann mal im Gameplay testen. Deswegen musste ich dann hier auch ein bisschen rumschieben, weil es dann irgendwie nicht ganz gepasst hat mit dem Counter. Aber ja, ihr seht, am Ende hat es dann doch irgendwie gestimmt. Und ich fand auch diesen Geschirrschrank irgendwie voll hübsch. Hab dann auch da wieder ein bisschen Deko drauf geballert, damit es auch hübsch aussieht. Ja, Teppich ist auch immer so schwierig, ey.
Da will ich immer mutig sein und dann finde ich es so bunt und dann ist es gruselig, ne? Nee, aber dann ist der ja schön geworden. Oh, ich bin so gespannt, was ihr zu dem Haus sagt, also zur Einrichtung. Weil von außen haben schon viele Feedback gegeben, dass es euch gut gefällt. Das haben wir ja, wie gesagt, in einem Speedbuild gebaut. Nee, doch, das war auch ein Speedbuild, aber im Let's Play halt. Und ja, dann habe ich noch ein Foto an die Wand gemacht, also ein paar Bilder, damit das Ganze auch ein bisschen bewohnter aussieht. Ja, dann habe ich das Schlafzimmer gemacht und das fand ich so schwierig, weil wir haben halt da so einen komischen Flur jetzt. Und ich muss immer diesen Bettentest machen, ihr habt es gerade gesehen. Ich platziere immer ein Bett, um zu gucken, ob ein Bett reinpasst. Und wenn das so ist, dann kann ich die Größe immer viel besser einschätzen von solchen Räumen. Das fällt mir immer dann viel einfacher. Ich mache auch ganz oft diese Konstellation so, dass ich das Bett so hinters Fenster, also das Fenster hinters Bett mache. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, fände ich voll gruselig im echten Leben. Überlegt mal, das ist ja auch bodentief. Das würde ich nicht wollen. Warum mache ich das immer in Sims? Frage ich mich gerade. Vielleicht sollte ich das mal ändern. Also ein schmales Fenster, okay, aber ein bodentiefes Fenster? Naja, ich habe wenigstens Vorhänge davor gemacht. Dann habe ich noch einen Kleiderschrank platziert. Der sah auch sehr cozy aus. Da bin ich auch immer voll unsicher, verschiedene Holztöne miteinander zu kombinieren. Das kann ja manchmal richtig gut aussehen. Kann halt aber auch ein bisschen zu viel sein. In dem Fall fand ich es aber echt schön. Doch, hat mir gut gefallen. Vor allem dieser Spiegel war wieder sehr hübsch. Weiß ich jetzt aber leider gerade nicht, welcher Creator das war. Dann wollte ich noch einen kleinen Sessel reinmachen, einfach um diesen Platz da hinten noch zu füllen. Habe auch hier nochmal Vorhänge hingemacht. Ja, und Pflanzen, ne? Pflanzen machen eh immer alles besser. Und dann habe ich mich hier noch für Deko entschieden. Dann war ich wieder in meiner Flut an Dekoration. Aber habe dann doch ganz schnell Sachen gefunden, die da gut hingepasst haben. Genau, so ein paar Pantoffeln, süß. Und dann ist das hier natürlich der Raum fürs Wohnzimmer. Da war ich mir dann auch nicht ganz sicher, welchen Kamin ich nehme, beziehungsweise auch an welche Seite ich den mache. Und habe mich dann doch für die andere Seite entschieden. Und das hat mir dann auch am Ende gut gefallen. Ist halt auch cool mit solchen großen Fenstern, ne? Ich finde es mal richtig hübsch. Ja, als ich das dann so gesehen habe, habe ich mir gedacht, mir gefällt die Wandfarbe nicht mehr. Da musste ich nochmal umplanen. Irgendwie war das dann doch nicht mein Fall. Ja, das sieht schon besser aus, ne? Da habe ich so ein bisschen mit Fliesenspiegel arbeiten wollen, weil ich finde das auch mal ganz süß. Guck mal, da hätte ich noch Hängeschränke hinmachen können. Das sehe ich jetzt. Wow. Naja, ich habe über diese Zeile keinen Hängeschrank gemacht. Stattdessen habe ich ein Bücherregal platziert. Yay! Das ist auch Custom-Content, aber ich weiß nicht... Ja? Ich glaube, aber ich weiß sogar nicht, von welchem Creator. Ist das Custom Content der Bücherregal? I don't know. Hab noch eine Lampe hingemacht und ein kleines Tischchen und einen Sessel. Ja, wichtig und richtig, so ein Sessel. Weil, wenn sie mal Besuch von der Familie drüben kriegen, brauchen sie natürlich Platz. Noch so ein Kaffeetischchen, kleines Couchtischchen. Bei den Vorhängen war ich auch unsicher, weil eigentlich hätte ich gerne alle mit Vorhängen voll gemacht. Aber nicht so voll, sondern nur so ein Teil Vorhänge. Und das ging dann aber nicht, das hat dann nicht gepasst. Dann habe ich mich wieder an die Wandpaneele gemacht, weil einfach schön. Ich habe es ja gerade erklärt, wie schön ich das finde. Gut, das hat jetzt, ja, es hat so semi gut gepasst, ne? Jetzt, wo ich das gerade so sehe. Aber doch, nee, das ist schön. Wandpaneele sind immer ganz wichtig und richtig und schön. Und dann wollte ich Kaminbesteck platzieren. Glaubst du, habe ich nicht gefunden. Nee, habe ich nicht gefunden. Spoiler. Habe ich einfach nicht gefunden. Da raste ich ja auch immer direkt aus, ne? Weil das ist immer so ein Pain, sowas zu finden. Naja. Dann noch ein paar Bilder an die Wand. Ich habe lange überlegt, ob ich da noch eine Kommode hinmache oder irgendwas. Aber das sah dann einfach nicht schön aus, ne? Es war einfach... Nee, das ist nichts. Lieber nicht. Dann habe ich noch eine Lampe platziert und habe mir für die Ecke noch was überlegt, weil ich wollte eigentlich schon noch einen Arbeitsplatz irgendwo haben. Ich meine, Felix wird, der ist selbstständiger Bauer, also der hat zu Hause jetzt selbstständiger Landwirt, so ist er. Und Caroline, ich weiß gar nicht, was Caroline macht beruflich, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wofür sie sich interessiert, aber ein Schreibtisch mit Computer ist ja in jedem Haus ganz gut aufgehoben. Dann habe ich noch einen Computer, glaube ich. Ah, Teppich. Genau, mir ist dann aufgefallen, dass ich im Schlafzimmer gar keinen Teppich habe. Und es ist immer so schön, unter den Füßchen was Flauschiges zu haben. Und dann, ja, Pflänzchen. Dann habe ich den Schreibtisch noch ein bisschen eingerichtet. Und dann war eigentlich das Haus auch bald schon fertig. Ihr seht ja, wir sind sehr gut vorangekommen mit diesem Haus. Es ging einfach alles so fix. Habe mich dann dazu entschieden, noch im Garten eine Kleinigkeit zu machen. Noch ein paar Pflanzenbeete. Ich wollte dann doch noch das Gelände einzäunen, weil ich dachte, vielleicht will Felix die Hühner, die ja nebenan stehen hat, doch auf seine Partei machen. Und dann hat er sie da und dann sind die auch direkt eingezäunt.
Genau, am Schluss gibt es jetzt noch eine kleine Übersicht über die Räume in Ruhe. Dann könnt ihr nochmal schauen, wie sie geworden sind. Ich hoffe sehr, euch hat das Video gefallen, auch wenn es voll kurz war, unerwarteterweise. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da und lasst mir auch gerne euer Feedback da zum Haus. Würde ich mich sehr freuen. Tschüss, meine Lieben. Bye.